Servus Pilzfreunde, willkommen hier bei einer weiteren Tour in den Winterpilzen. Bevor es so richtig losgeht, warte ich noch auf meinen Pilzkumpel Tom, der müsste auch jeden Moment kommen. Ich bin schon sehr gespannt, was jetzt hier der späte Dezember an Speisepilzen noch zu bieten hat, jetzt hier so kurz vorm Weihnachtsfest. Vielleicht auch der ein oder andere Pilz, der an Heiligabend auf dem Teller landen wird. Gehen wir als allererstes mal in den Buchenhochwald, denn dort schauen wir nach umgestürzten Buchen, nach abgebrochenen Buchen oder einfach Buchen, wo ein Blitzeinschlag drin war, an Totholzern also quasi, und gucken mal, was die Austernseitlinge machen, mein absoluter Lieblingswinterpilz. Also Tom, komm jetzt endlich mal bei, damit es losgehen kann. Ja, auf der Suche nach vor allem Austernseitlingen, aber der erste Fund ist ein anderer und ein spezieller. Ich hab's ja eben noch gesagt. Weil in den Wald kommt der Frost noch nicht so gut rein. Wir hatten die letzten Wochen auch nur wenig Frost. Und wir haben sie immer noch. Pfifferlinge. Unglaublich. Der 18. Dezember, Pfifferlinge. Der hier hat schon hier oben was abbekommen. Also hier, wo er aus dem Laub geguckt hat. Der Rest hier nicht. Der hier hat auch schon hier oben ein bisschen was abbekommen. Sieht man, der verliert richtig die Farbe. Der hier hat noch nichts. Wahnsinn. Das ist echt cool. Also mit Pfifferling habe ich jetzt gar nicht gerechnet heute. Ja, sie müssen ja alle vor ein paar Wochen frisch gewachsen sein. Davor waren hier keine. Wow, das ist richtig schön. Nice. Es geht Schlag auf Schlag. Und zwar mit Pfifferlingen weiter. Ja, hier haben wir die Something-Pfifferlinge. Hier oben hat auch schon Frost abbekommen. Der ist schon so etwas heller. Aber hier die etwas geschützter standen, die sind auch noch problemlos verwertbar. Da sieht man schön, die werden hier so richtig matt. Also ja, stimmt. So heller. Die sind einfach auch echt schön mit den orangenen Tönen. Ja. Und wenn ich so mal meinen Blick schweifen lasse. Ja, hier stehen noch mehr. Hier stehen noch ein paar mehr, ja. Die sind ja, der hier ist wieder nichts. Und der Unterblatt sieht ganz gut aus. Da kam der Frost noch nicht hin. Wahnsinn, was das ausmacht, so eine dünne Blätterschicht. Oh ja, das ist ja mega, ey. Cool. Und warum wir Klebeband dabei haben, dazu kommen wir später. Ja, wir bleiben bei den Pfifferlingsverwandten. Semmelstoppelpilze hat es auch noch im Dezember. Und der sieht aus, als hätte er keinen Frost. Der ist auch noch ganz gut. Nur hier oben ein bisschen natürlich vollgesogen mit Wasser, ist ja natürlich jetzt sehr feucht. Ja. Trocknet nichts mehr ab. Also dass die Pilze jetzt ein bisschen vollgesogen sind, ist total normal. Weil wenn die richtig Frost abbekommen, dann sieht das hier so aus. Dieses helle. Ja. Der Bereich hat noch keinen Frost abbekommen. Auch wenn es jetzt innen drin natürlich sehr wässrig ist. Ja, auch die Nebelkappen begleiten uns auch im Dezember noch. Aber langsam geht in die Luft aus. Ja, die sind schon sehr aufgeschirmt. Total am Vergehen. Ist auch ohnehin giftig. Also wenn ihr jetzt noch Pfifferlinge oder generell Leistlinge findet, dann passt auf jeden Fall auf, dass sie keinen Frostschaden haben. Es ist sehr wahrscheinlich und wie Tom schon gesagt hat, guckt, dass ihr nur die nehmt, die unter den Blättern waren, die waren ein bisschen geschützter. Oder halt auf die Farben achten. Ja, du hast doch eigentlich schon erklärt eben. Ja, da muss man wirklich ganz genau aufpassen. Also Anfängern würde ich das nicht empfehlen. Was jetzt noch ein bisschen besser zu sammeln ist, sind die Trompetenpfifferlinge. Die sind da erheblich frostresistenter und die halten minus 4 bis minus 5 Grad locker aus und wachsen dann sogar weiter. Das haben wir jetzt über Jahre hinweg beobachtet. Und du hast auch letztens erst noch einen dicken Korb rausgeholt. Ja, mein Vater gestern wieder. Der war auch wieder schön sammeln. Und mal gucken, vielleicht gehe ich da bald nochmal hin. Ah, da ist er. Alter, das ist ja schon richtig hoch. Also da ist eine ordentliche Traube Austernseitlinge. Mehrere. Du hattest mir ja mal ein Foto geschickt. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so hoch hängen. Also das wird jetzt echt schwierig, das zu schaffen, aber wir versuchen es. Zwei lange Haselnussstöcke, die an der Nacht gebe. Oder ich nehme die Schuckepack. Oder wir stellen den hoch. Ich weiß, also irgendwie müssen wir das jetzt versuchen. Das kriegen wir hin. Ne? Das den hier noch aufstellen, oder? Müssen wir auf jeden Fall filmen, das wird bestimmt sportlich. Fein. So, wir gehen jetzt schwer bewaffnet
Zurück zu dem Austernbaum. Mit unserem Spezialgerät. Werkzeug. Spezialfertigung. Ja, da. Da oben hängen sie. Lass mal stehen. Da. Das sind locker mal 7 Meter. Das ist kein Panzertape, das ist von der Trittschalldämmung die Reste. Das klebt vielleicht nicht so gut. Klebt das Zeug überhaupt? Ah, ja. Oder Malerkrepp habe ich auch noch im Angebot. Ich glaube, das ist besser. Und dass jetzt irgendein Spaziergänger mitkriegt. Die decken sich hoch. Ja, aber es kommt jetzt keiner. Bleibt doch unbedingt bis zum Ende des Videos dran. Denn ganz am Ende werde ich was verlosen und ihr könnt was gewinnen. Guck mal, meinst du, wir kriegen den Baumstamm, den Stumpf hier so hochgestellt, dass man sich da draufstellen kann? Da hat man schon mal ein bisschen was gewonnen wieder. 1, 2, 3! Boah. Was ist los? Ob man den wirklich nehmen soll? Weiß ich nicht, schon ein bisschen wackelig sein. Ja, das fällt doch noch genau nach hinten ab, ey. Ja. Na, vielleicht nicht. Nee, es wird nicht besser. Nee. Ja, komm, legen wir da hin. Ja. Aber nicht auf unseren Stock. Mhm. Ja, fallen lassen. Ich würde näher an den Baum ran. Ja, ich will mich hier draufstellen. Ich glaube, man hätte den andersrum liegen lassen sollen. Oh. Fuck! Einer fällt. Ja, man muss immer versuchen, genau wie der drunter. Boah! Ja, ja, die sind immer nicht fest. Arschlöcher! Ach. Boah, es geht in die Arme, ey. Hallo. Hallo. Boah. Jetzt müsste es eigentlich... Am besten ist eigentlich, wenn man unten eine große Traube hat. Ja. Dann kann es nicht runter gehen, aber. Ah, oh, fast! Kannst aufhören, die ganz madig. Na, echt? Alles umsonst? Ah ja, es ist ja. Ach nö. Fuck. Streckt man sich so an, wird nicht mal belohnt. Oh, das war echt anstrengend. Also diese Stöcke waren echt schwer mit der Zeit. Und dann war jetzt doch wieder alles umsonst. Fuck. Hier sind die Kollegen vom Baum. Ach, die sahen echt schon schön aus. Also erstmal sind sie ein bisschen angetrocknet, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Mhm. Aber es sind Maden drin. Sie sind zerfressen. Hier sind... Oh, schon auf der Puste, ey. Hier sind die Madengänge. Und total zerfleddert. Und ja, scheiße, ey. Ich ärgere mich jetzt. Hat irgendwie Spaß gemacht und ja, kleines Entertainment. Guck mal, auf der anderen Seite sind auch noch ein paar ganz kleine. Ja, die sind bestimmt auch vermadet, oder? Das sieht nicht sehr gut aus. Aufgespießt. Oh, ein Drecksviech. Ins Gesicht. Das ist noch gut. Ja? Ja, die sieht besser aus, die Auster. Ja. Sehr gut. Immerhin ein kleinen Pilz. Ja, das hat sich gelohnt. Ach ja, genau, das wollte ich noch erzählen. Das ist wahrscheinlich von dem Baum, der ja da abgebrochen ist. Vermuten wir, dass das ein Teil von oben ist. Und da ist auch schon der Austernseitling drin. Also hier das Stück. Da könnte nichts da vielleicht ein bisschen mehr dran sein. Ja, und vorbildlich, der Müll wird wieder mitgenommen. Nee, wird schön reingeschmissen. Und alles verlassen, wie es vorgefunden wurde. Ja, und wir haben jetzt die Taktik ein bisschen geändert. Also wir haben jetzt nach den anfänglichen Pfifferlingsfunden und jetzt der kräftezehrenden Auslandseitlingstortur beschlossen, dass wir jetzt mal in den Abschnitt gehen, wo wir im Herbst richtig viele Pfifferlinge gefunden haben. Und dann gucken wir mal, ob da jetzt auch immer noch welche stehen, weil der Anfang war ja schon verheißungsvoll. Da stehen welche. Ach, was schade hier. Guck dir die Gruppe an. Alpha froren. Ach, Mist. Der geht noch.
Leben am Limit. Ah, ist schade, ey. Das ist mal ein Grüppchen. Da hinten sehe ich auch was. Ist auch welche. Hier scheint es doch gelb durch. Jawohl. Oh, riecht auch noch. Habe auch. Erfroren, leider. Ui, Tom. Ja, wenn man jetzt hier so durch den Buchenwald streift und auf der Suche nach Austern ist, Austernseitling, dann sind hier gerade diese Bäume die erste Anlaufstelle. Weißt du was? Nee. Ah. Hier diese abgebrochenen Bäume und Toten, die noch stehen. Und dann haben wir ja auch meistens dann die Spitze, die davon abgebrochen ist und daneben liegt. Und das sind meistens so die besten Stellen. In dem Fall war jetzt hier leider nichts dran, aber das sind meistens dann doch so die Hotspots. Ja, dann gehe ich jetzt mal wieder zum Tom. Haben uns gerade ein bisschen aus den Augen verloren. Und ich wette, der hat wieder einige Pfifferlinge mehr im Korb jetzt. Bin ich mal gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch im Moment Pfifferlinge findet. Würde mich sehr interessieren. Ich habe da absolut nicht mit gerechnet heute. Also unglaublich. Ah, da ist er ja. So, Tom. Ist der Kopf voll? Nee. Ach, ist das so ärgerlich. Hier stehen zwar richtige Fettsäcke rum. Aber... Ja, ich habe auch ein paar gefunden, aber die waren auch alle nichts mehr. Ja, hier haben wir wieder was Spannendes. Also wenn ihr hier im Wald dann so eine frische oder frisch gefallene Buche seht, also die ist definitiv von diesem Jahr. Man sieht ja, da ist noch Laub dran. Unbedingt merken und hier nochmal in ein, zwei Jahren vorbeischauen. Das könnte was geben, falls natürlich die Buche nicht weggeräumt wird in der Zeit von der Forstwirtschaft. Ja, und ein weiterer schöner Fund, der sich auch direkt im Geldbeutel bemerkbar machen wird. Hier liegen einmal 25 Cent. Müll im Wald. Kommt mit. Ja, und wenn ihr hier sowas findet, so schöne große Stämme, die eigentlich Austern geeignet wären, aber die sind schon so richtig mit Moos überzogen, da braucht ihr eigentlich gar nicht groß suchen, da wird man keine Austern finden. Tom? Ja? Moos auf Baumstämmen, warum findet man da keine Austern? Meistens sind das schon sehr stark angegriffene Stämme, die schon sehr zersetzt sind. Hier auf Eiche siedelt sich außerdem sehr schnell Moos an, weil wir hier diese Rillen haben. Also ist mehr Feuchtigkeit, da wächst das Moos schneller. Aber ja, tendenziell hat man das Moos, wie gesagt, auf älteren Stämmen. Ich habe auch in einem der letzten Videos mal Austernseitlinge gefunden auf einem ziemlich bemoosten Stamm. Der war auch schon älter und dementsprechend auch nur sehr wenige. Wir sind gerade auf dem Weg zum Auto gewesen, wollten schon den Standort wechseln. Und oh, die sehen noch. Da habe ich gerade was als Spezie am Rand. Oh, nice. Oh ja. Boah. Jawoll. Das lohnt sich. Was Schöne. Aber jetzt sag bitte nicht, dass sie vermartet sind. Nee, sind die eh nicht. Gucken wir mal. Oh, die sind schön. Profitechnik. Das ist halt nicht so. Ja, manche, die schnibbeln sich einige raus. Das ist dann schlecht für einen Austernseitling, weil die wachsen im Verband. Und dann verkümmern die Kleinen nur noch. Ja, ich schneide die immer so mit dem größeren Messer dann so einmal ab. Aber so geht's ja auch. Ich drehe mir die immer so ab, die Trauben. Ja, Wahnsinn. 1A. Ja, das hat jetzt geräumt. Das hat sich gelohnt. Ich freue mich. Ja, und genau wie ich es eben erklärt habe, das ist auch wieder so einer, der abgebrochen ist. Wonach man Ausschau halten soll, dann in so einem großen Buchenwald, hat man immer ein Ziel, wo man hingehen kann. Ja, hat wieder funktioniert. Ja, ganz typisch die Rinde, wenn die so abblättert. So abbricht, abblättert. Und ja, dann sieht man hier so diese hellen Stellen. So sägemehlartig das Kambium dann zerfällt. Ganz typisch für Austernseitling. Also da hat man meistens welche dran. So, jetzt haben wir den nächsten Kandidaten, der oben abgebrochen ist. Ey. Wir uns mal angeschaut. Tom ist schon da. Tom, Tom stöhnt schon vor Freude. Der ist ja nicht normal. Guck mal hier. Oh. Einmal die Kamera hoch. Da ist schon mal was dran. Da drüber ist auch eine dicke Traube. Können wir uns wieder einen Stock bauen, aber wir sind nicht ganz so hoch wie eben. Ja, ich würde noch ein bisschen wachsen lassen. Andere Seite auch was dran? Andere Seite ist richtig voll.
Ach du Kacke. Geht das mal an. Schon eine Runde. Das ist ja heftig. Ja, also wenn ich groß werde. Also Tom, ich freue mich schon auf die in zwei Wochen Kontrollgang zur Dann Tour. Gehen wir hier alle Stellen ab. Und die hier, auch dies Jahr neu. Ich war von einer Woche oder vor zwei Wochen hier in den Wald schon mal. Habe ich hier geguckt, war noch nichts dran zu sehen. Und auch wieder ganz typisch hier mit der Rinde. Ja, das hast du eben erklärt, dass hier mit dem Abblättern wie so Sägemehl dann... Dieses Cambium, was dann so sägemehlartig zerfällt. Ja, diese verschiedenen Farben hier, dieses dunkle und dann hier direkt dann hin das helle. Ja, sieht echt gut aus. Die werden auch richtig kräftig werden. Ja, sieht man das richtig schön, dass die Lamellen am Stiel richtig dann ablaufen. Und hier hinten kommen noch ganz kleine hier. Hier. Das ist richtig flaumig. Tom! Guck mal! Ach! Was du gar nicht gesehen hast. Ach, die sind ja auch dicke. Guck mal, hier kommen auch noch kleine. Boah, oh, da ist eine fette Traube unter dem Stamm. Der ja. Wahnsinn. Boah. Mit langem Stiel sogar. Ah ja, CO2-Überschuss, also Sauerstoffmangel. Dann wachsen die raus, damit der Pilz eine erhöhte Position hat, wo dann eine frische Luft ist und seine Sporen optimal verteilen kann. Da, da wollten wir gerade den Wald wechseln, kurz vom Auto und dann geht es auf einmal ab. Guck mal, hier hast du das mit der zweiten Welle, die dann nachher kommt. Mhm. Ach, guck mal. Alter. Geht das mal an. Das erinnert mich ein Strauß aus, an ein Bild oder Thumbnail vom Pilzkanal Mykorrhiza 365. Der hat nämlich auch mal so welche gefunden, letztes Jahr im Winter, mit so ganz langen Stielen. Also Grüße gehen raus an die Kollegen aus Österreich, Stefan und Daniel vom Kanal Mykorrhiza 365. Solch eine Traube mit so langen Stielen habt ihr auch letztes Jahr gefunden im Winter, kann ich mich daran erinnern. War, glaube ich, sogar euer Thumbnail. Also Grüße an euch. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Hier so schön flatterig schon. Und hier auch schon die Sporen. Ja, Sporenfarbe sieht man da. Aber wenn die Pilze sporen, das ist noch... Also das können sie ruhig, das machen auch hier die alle schon. Das ist noch kein Kriterium, dass die schlecht sind. Wir sind jetzt tatsächlich noch mal ein paar Kilometer weiter in einen anderen Wald gefahren. Und ja, wir haben wieder einen abgebrochenen Baum, wo die Spitze davon daneben liegt. Wie vorhin erklärt. Ich zeig's dir mal kurz, da ist der abgebrochene. Und es hat sich einfach mal wieder bewahrheitet. Ja, ein Traum. Einfach krass. Guck mal hier, was die für einen schönen Rand haben. Hier dieser weiße, ist genial. Sieht aus wie Steinpilz hier am Rand. Ja, ja, dachte ich eben auch. Und guck mal, hier sieht man schön, wo der Außenseitling war. Diese Weißfolie, die beginnt. Ah, das hat der ausgemacht. Dann wird das richtig brüschig hier irgendwann. Ja, so richtig so Quadrat, also das, viereckig, diese Brüschig. Ja, ja, das wird nachher so sägemehlartig. Wenn man eine Braunfäule hat, also dass das Lignin übrig bleibt, da hat man so richtige Viereckchen am Ende, die man rausbrechen kann. Das war wahnsinnig schön. Bilderbuch aus dann. Wenn die so von oben runterbricht, da klappt das eigentlich sehr gut. Ja, und wir haben Korbwechsel gemacht. Wir wollten jetzt im neuen Wald nicht den schweren Korb mitnehmen. Ja, ist einfach eine coole Kulisse gerade und sieht schon echt schön aus hier mit dem dichten Nebel hier zwischen den Buchen. Die Pilze spielen heute auch mit. Also echt eine mega Tour, macht mir total Spaß, bin echt gerade sau happy. Aber das klappt natürlich auch nicht immer mit diesen toten und umgefallenen Bäumen daneben. Hier ist eigentlich so ein Prachtexemplar, wo alles passt, aber... Nichts dran. Das sollte man mal im Auge behalten, vielleicht kommt da noch was. Ja, kann gut sein. Also, auch wenn da mal nichts dran ist, einfach immer mal wieder schauen. Kann dann doch mal was kommen. So, jetzt haben wir hier an einem Eichenstumpf ein paar kleine Sandfußrüblinge gefunden. Tom hat mir gesagt, es ist ein Stamm, wo er schon seit Jahren dran sammelt und es wird immer weniger. Ja, der wird ja immer stärker zersetzt. Dieses Jahr hatten wir überall Birnstäublinge dran. Und auch hier die Pilze, sehr klein dieses Jahr. Die schirmen sich jetzt nur noch weiter auf, die werden hier, denke ich, auch nicht viel größer werden. Schade. Aber wir werden heute noch ein paar große zu sehen bekommen.
Jetzt hier wieder Samtfußrüblinge an so einem, an so einer fetten Buche diesmal. Können wir die auch mal ein bisschen schöner zeigen. Ja, die sind aber wenigstens was anständig. Ja. Ganz typisch hier mit diesen cremefarbenen Lamellen und dann dieser Stiel, der so samtig überhaucht ist und der dann zum Hut hin, wenn der Pilz noch was jünger ist, immer heller wird. Das kann auch mal extrem sein, dass der Stiel noch bei ganz jungen Exemplaren sehr hell ist. Bei so älteren ist er ja schon fast schwarz. Dann ist er manchmal fast durchgängig schwarz. Ja. Das ist wirklich ein sehr leckerer Pilz. Also. Wie isst du den? Ich mache mir die, den brate ich mir auch gerne einfach nur so an, also nicht zu scharf. Also dass sie noch schön weich sind. Und da könnte man so eigentlich so aufs Brot machen oder so essen. Man kann sich auch schön ein Süppchen draus machen oder sowas. Und hier den hellen Teil vom Stiel, oder bei Jungen, da nehme ich den Stiel auch noch mit. In China und so, da werden sie ja gezüchtet. Und zwar nicht auf die Hüte, sondern auf die Stiele. Und da werden die ja ganz lang diesen Flaschen wachsen, also da wachsen die total lang diesen Flaschen, weil die da auch einen CO2-Überschuss kriegen. Da wird dann so eine Haube drüber gemacht. Also ja, quasi wie so ein Röhrchen über die Flasche und dann wachsen die ganz hoch da raus. Und dann hat man ganz kleine Hüte oben und werden die Stiele eigentlich hauptsächlich gegessen. Die sind dann auch sehr weich. So ist gerade ein Erstfund für mich. Auch ein Seitling, aber kein Austernseitling. Der Orangenseitling. Finde ich total schön. Können wir einen abmachen. Der wäre jetzt auch nicht essbar. Aber giftig wäre eigentlich auch nicht. Finde ich total schön. Diesen orangenen Lamellen und. Ja, sieht super aus. Dieser Hut, auch so leicht samtig. Schön. Ja, aber ich finde es sehr schöner Pilz, also um ihn anzuschauen. Kann man auch schön Fotos von machen. So Leute, der Tom, der hat sich gerade verabschiedet, aber ich gebe noch nicht auf, ich habe noch eine Mission heute. Denn es gibt ja so die typischen drei Winterpilze. Austernseitlinge haben wir gefunden. Samtfußrüblinge haben wir gefunden. Aber zudem noch nicht so in den Größen oder in den Mengen, wo man sagen kann, es lohnt sich damit zu kochen. Das möchte ich vielleicht noch ändern. Und dann den dritten Pilz, das Judasohr, den möchte ich gerne heute auch noch finden und sammeln. Dazu habe ich jetzt meinen Standort komplett gewechselt. Wir waren ja eben in so einem Buchenhochwald gewesen. Und ihr seht, da auch schon der Nebel ist verschwunden. Das ist auch schon ein großes Indiz dafür. Wir sind jetzt richtig unten tief im Tal, bei mir in der Nähe vom Garten. Treue Zuschauer werden wissen, wo ich dann ungefähr bin. Und wir sind jetzt hier am Bachlauf. Denn so ein Bachlauf hat immer eine ganz andere Baumvegetation. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Holunder, wir haben Weiden, wir haben Pappeln. Also sogenannte Weichhölzer. Und gerade die Weichhölzer und vor allem der Holunder ist da der bevorzugte Baum, was die Judasohren angeht. Der befällt dann kranke Holunder. Und hier sehen wir im Hintergrund, das sind alles Holundersträucher. Und ja, gerade auch so die Weiden und Pappeln, die sind auch noch dann das bevorzugte Gebiet von den Sandfußrüblingen, die wir eben schon im Buchenwald gefunden haben, was aber eher eine Seltenheit ist. Hier sind sie eigentlich häufiger. Und deswegen vermute ich auch, dass wir noch ein paar antreffen werden. Und ich, als ich mich jetzt hier hingesetzt habe, habe ich auch schon ein paar da unten gesehen. Ich weiß nicht, ob sie auf dem Kameraausschnitt mit drauf sind. Die zeige ich euch jetzt direkt mal. Ich hole die Kamera wieder her. Und danach schauen wir uns mal die Judasohren an, die auch hier sind. Ja, hier ist der Stamm, wo ich gerade drauf gesessen habe. Und hier unten, da leuchtet es massiv orange. Da haben wir einige Samtfußrüblinge. Wow, also die sehen auch mal nach einer ordentlichen Küchengröße aus. Da werde ich jetzt mal ein paar von mitnehmen. Pilze sammeln extrem. Ist gar nicht so einfach hier. Ah, schön. Hier haben wir jetzt nämlich genau das, was der Tom eben meinte. Wenn die noch so helle Stiele haben, dann sind die eigentlich am besten für die Küche. Und wenn die dann wie jetzt hier schon recht große Hüte haben und helle Stiele, dann sind die eigentlich perfekt für die Küche. Mega. So, ein paar lasse ich auf jeden Fall stehen. Hier und hier und hier. Man sieht, es kommen noch ein paar kleinere raus. Kann man jetzt, glaube ich, nicht von dem Kamerawinkel aus sehen. Aber dann können hier auf jeden Fall noch ein paar wachsen. Ich muss gestehen, Samtfußrüblinge habe ich selbst noch nie gegessen. Liegt daran, dass ich sie noch nicht so oft gefunden habe. Ich habe es letztes Jahr das erste Mal danach gesucht und auch nur einmal in kleinen Mengen gefunden. Aber was mich auch abschreckt oder abgeschreckt hat, war, dass sie von der Konsistenz her recht weich sein sollen. Und ich muss sagen, ich bin eher so der Fan, der es mag, wenn Pilze ein bisschen Biss haben. Wie das übrigens bei den Judasohren hervorragend ist. Die haben richtig viel Biss. Voll ins Auge. Oh. Man meint gar nicht, dass der Judas beim
Geschmackserlebnis oder beim Geschmacksgefühl im Mund, dass es sich um einen Pilz handelt. Aber Saarfußrüblinge, wie gesagt, ein bisschen weicher. Sie sollen aber hervorragend schmecken. Deswegen sammle ich sie jetzt trotzdem mal ein und werde probieren und wie immer meine Erfahrung berichten. Ja, und immer noch gleiche Stelle. Wir drehen uns quasi nur einmal um. Hier haben wir unseren Zielpilz Nummer 3, die Judasohren. Jawoll. Ah, da sind doch einige hier dran. Oh, hier auch noch. Einmal ein Schwenken. Hier an dem Ast sind auch welche dran. Das ist jetzt hier wieder ein alter Holunder. Fangen wir mal hier unten an. Wer sie noch nicht kennt, so schauen sie aus. Ich denke mal, wo der Name herkommt, erkennt man sofort. So, haben wir schon mal eine ordentliche Handvoll. Sehr schön. Ja, und wie immer die Devise, auch immer was Kleines noch dran lassen. Können auch größer werden. Natur hat noch was von. Ah, manchmal wirklich so richtig krasse Aderung. Ja, sieht echt cool aus. Noch ein spannender Hinweis. Die Judasohren, die zählen ja langläufig zu den Winterpilzen. Aber die Judasohren kann man theoretisch das ganze Jahr durchfinden. Das Einzige, was gegeben sein muss, ist halt sehr viel Feuchtigkeit. Und theoretisch, sage ich mal, wenn man die Feuchtigkeit jetzt April, Mai, Juni auch hätte, würden da auch Judasohren auftauchen. Also sie sind nicht unbedingt an die kalten Temperaturen gebunden, sondern dann doch eher an die Feuchtigkeit. Kennt ihr die Stelle noch? Das ist die Stelle aus dem Intro. Tom, wie gesagt, muss doch leider etwas früher weg, konnte jetzt nicht mehr mit hier hinkommen. Aber hier finden wir quasi ja, fast die gleichen Bäume wie an dem Bachlauf. Hier haben wir dann auch wieder Buche, nicht Buche, Pappel, Weide, Holunder. Aber jetzt habe ich gerade noch einen sehr coolen Fund gemacht. Hier ist dann wieder ein Teich oder Tümpel. Und hier sind jetzt mal Sanftfußrüblinge. So große. Boah! Hat es mich hier aber gewickelt. Ich habe mich gerade noch abfangen können. Oh shit, Alter, kurzer Sturz. Aber ich glaube, es ist nichts passiert. Was macht man nicht alles für die Pilze? Puh, das Handgelenk tut ein bisschen weh, aber es ist egal. Hier ist nämlich das Objekt der Begierde. Ja, wunderschöne Sanftfußrüblinge. Und hier auch endlich mal in einer richtig schönen Größe. Also so große habe ich auch noch nie gefunden. Generell kann man sagen, dass die Sanftfußrüblinge an Pappel oder wie hier an Weide deutlich, deutlich größer werden, als sie es an Holunder werden. Bei Holunder sind die Stiele oft sehr mickrig und die Hüte sehr, sehr klein. Und ich muss mich auch noch mal entschuldigen. Ich habe nämlich gemerkt, dass je nachdem, wie die Jacke gerade über dem Mikrofon ist, dass der Ton sehr dumpf geworden ist. Das muss ich auf jeden Fall beim nächsten Video besser machen. Ja, jetzt hier von den großen Pilzen, die Stiele richtig schwarz und dunkel schon. Ein Hinweis, dass sie ein bisschen älter sind. Die Lamellen gehen schon von den anfänglichen hellen Cremefarben in ein Orange über. Ich werde sie trotzdem mal mitnehmen und probieren und Erfahrungen sammeln, wie sie so in dem Stadium schmecken. Und ich würde euch gerne noch ein Bild einblenden, was der Tom die Tage gemacht hat. Wie sehr diese Sanftfußrüblinge so einen Stamm bewuchern können. Phänomenal. Ja, jetzt habe ich hier nochmal einen richtig krassen Fund gemacht. Hier ganz in der Nähe von dem See. Hier eine richtig tolle Austerntraube. Hier so richtig aus der Rinde raus. Das sieht so toll aus. Und ich muss gestehen, was Bäume angeht, kenne ich jetzt auch nicht so viele. Aber ich würde vermuten, dass es eine Eichenart ist. Und auch wie Tom ja gesagt hat, bei den Eichen hier durch die Rillen sozusagen doch schon ein wenig Moosbildung auf den Bäumen. Hier liegen einige von denen rum. Vielleicht ist sogar noch mehr hier an Austernseitlingen. Aber trotz der bisschen Moosbedeckung, wir haben Austernseitlinge gefunden. Und was für welche. Ich bin beeindruckt. Einige von den Auslandseitlingen werde ich einfrieren zum haltbar machen. Ich denke mal, heute Abend gibt es dann Auslandseitling-Schnitzel. Und den Großteil von den Auslandseitlingen werde ich im Kreise eine Familienfeier in 2 Tagen als Nuggets machen, also richtig leckere Nugget-Pilze. Da habe ich ein klasse Rezept gefunden. Verlinke ich euch gerne mal auch unter dem Video. Und ja, wenn ihr mal Bock habt auf Koch-Video-Content, lasst es mich unbedingt wissen. Und ihr müsst unbedingt dranbleiben, denn jetzt könnt ihr was gewinnen. Ja, ihr habt ja vorhin gesehen, die Dose im Wald, die ich mitgenommen habe.
generell findet man ja recht viel Müll beim Pilzesammeln. Man kann natürlich nicht alles mitnehmen. Wenn jeder ein bisschen was mitnimmt, wäre auf jeden Fall schon mal geholfen. Aber noch viel wichtiger ist es, einfach nichts wegzuschmeißen im Wald. Oder auch hier an Bachläufen. Da muss ich sagen, da findet man noch viel mehr Müll als im Wald drin. Wahrscheinlich, weil der Bach mit Hochwasser und so halt noch viel mehr anschleppt. Aber auch was Nützliches gefunden, einen Stuhl. Den mache ich mir jetzt hier mal direkt zunutze, um euch was zu präsentieren und dann euch zurückzugeben als Dankeschön für eure Treue im Jahr 2021. Denn ich habe hier zwei richtig geile Steinpilz-Wahnsinn-Kalender von meinem Pilzfreund Max vom Kanal Der Gartenkanal bei YouTube. Der hat sich eine Mordsarbeit gemacht und ja, einen Kalender gebastelt, wo ihr jeden Monat ein sehr schönes Steinpilzbild habt. Aber das ist nicht das Highlight eigentlich. Das Highlight sind immer die Rückseiten des jeweiligen Monats. Da findet ihr nämlich so Sachen wie leckere Rezepte, Steckbriefe, Sammeltipps, verantwortungsvolles Sammeln, da ein paar Verwechslungsgefahren, Bestimmungen und Hinweise, Pilze in der Küche. Ja, also auch nicht nur kochen, sondern wie kann man Pilze auch noch anders verwenden in der Küche. Sehr interessant. Wie kann man sie haltbar machen? Also ein rundum gelungenes Sammelwerk. Und der Max war so freundlich und hat mir auch natürlich einen für mich geschickt, aber auch dann zwei für meine Zuschauer. Und ja, das hat er gemacht, weil ich ihm auch ein Bild zur Verfügung gestellt habe. Nämlich das Juni-Bild, die Sommersteinpilze, die waren von mir in diesem Jahr gefunden und fotografiert. Aber jetzt zu euch. Also ich möchte an euch Zuschauer als Dankeschön diese zwei Kalender an euch verlosen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist einen Kommentar da lassen. Aber nicht irgendeinen, sondern ich möchte etwas von euch wissen. Und zwar zum einen möchte ich wissen, wer von euch schaut die YouTube-Serie gerade Seven vs. Wild. Eine Outdoor Survival Experience Challenge, sage ich mal, mit dem sehr bekannten YouTuber aus Deutschland, Fritz Meinecke. Der macht überwiegend Outdoor-Content und hat da was richtig, wie ich finde, Geniales ins Leben gerufen. 7 Leute, 7 Tage in Schweden mit 7 Gegenständen machen Outdoor Survival. Wer es nicht kennt, gerne mal reinschauen. Aber mich würde interessieren, ob ihr es schon kennt. Und zweites würde ich gerne wissen, wie steht ihr so zu Outdoor, Bushcraft, Survival-Themen? Weil ich auch mit dem Gedanken liebäugel, vielleicht auch mal sowas auf meinem Kanal zu machen. Ich hätte ziemlich Lust darauf, auch so ein bisschen Outdoor-Content zu bringen. Pilze gehört ja auch irgendwo dazu, muss man ja sagen, wenn man über Outdoor-Survival redet. Weil Pilze sind eine super Nahrungsquelle im Wald. Und genau darauf zielt auch meine Videoempfehlung ab. Denn die 7 Outdoor-Experten aus dieser Serie haben sich nicht an die Pilze getraut. Was mich total gewundert hat, ich dachte, die würden alle schon so ein gutes Grundbasiswissen haben, was Pilze angeht, und also vor allem Speisepilze zum Essen in Notsituationen. Aber man muss doch sagen, durchweg haben die 7 Teilnehmer sich nicht wirklich an Pilze getraut und haben durch auch gravierende Fehler, was die Einschätzung von Pilzen angeht, mich überrascht, muss ich sagen. Hätte ich nicht so gedacht. Und der Max, der mir die tollen Kalender zur Verfügung gestellt hat, der hat mal das Ganze ein bisschen genauer beleuchtet. Er hat nämlich aus der Serie alle Pilzclips oder Pilzausschnitte mal zusammengefügt und hat gezeigt, was haben die YouTuber dort falsch gemacht, was hätten sie besser machen können und was für Pilze hat es sich gehandelt. Wie ich finde, ein richtig klasse Video, Max. Daumen hoch dafür. Und meine heutige Videoempfehlung an euch, also denkt dran, schreibt es mir in die Kommentare. Kennt ihr die Serie? Hättet ihr Lust auf Outdoor-Content auf meinem Kanal? Und dann werde ich im nächsten Video die 2 Kalender verlosen. Also, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ist doch ein bisschen längeres Video geworden. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, euer Daniel.